Mein Name ist Andreas Zick, ich leite das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Wir erforschen am Institut alle Formen innergesellschaftlicher Konflikte und die Frage, wann Konflikte in Gewalt münden. Und das macht Andreas Zick zu einem gefragten Mann. Bei den Medien und auch in der Politik. Wir haben Radikalisierungsforschung so früh und so intensiv betrieben, dass jetzt auch die Förderung darauf reagiert, dass jetzt Öffentlichkeit darauf reagiert, dass jetzt uns Leute anrufen, wie können wir es machen, wie können wir es besser fördern. Das haben wir selber produziert. Presseanfragen, kann da mal reingucken heute, 1485 unerledigte Anfragen. Und eine Frage kommt immer. Wie kann man eine solche Gewalttat verhindern? Man muss im Vorfeld dieses verhindern und nicht in der Situation. Und wir sehen ja, dass rein auf Technik setzen, auf Sicherheit oder rein auf massive Polizeipräsenz setzen, einfach nicht der Weg ist. Andreas Zick setzt auf Prävention. In Bielefeld hat er deshalb eine Fachstelle für die Beratung bei Konflikten und Gewalt im Fußball eingerichtet. Ich bin mit Fußball groß geworden, bei Rot-Weiß Essen. Ich bin in Essen aufgewachsen. Du kommst ja aus dem Süden, du warst da bei Schwarz-Weiß. Nein, ich war nicht bei Schwarz-Weiß Essen. Wir haben viele Begleitforschung gemacht zum Thema Interventionsstrategien. Denn zum Beispiel, wie entsteht Gewalt im Stadion in einer Kurve? Wenn man das systematisch analysiert, entdeckt man, wenn eine Hundertschaft von oben in die Kurve reingeht, ist die Gewaltwahrscheinlichkeit höher, geht sie von unten in die Kurve hinein, ist es geringer. Das sind so wissenschaftliche Befunde, davon profitieren im Grunde genommen alle. Eine seiner langjährigen wissenschaftlichen Weggefährtinnen ist Beate Küpper. Viele seiner Publikationen hat er mit ihr verfasst. Beide kennen sich vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Wir könnten wegen der öffentlichen Anfragen nach wissenschaftlichem Evidenz, nach Wissen überhaupt, die wir in der Forschung haben, könnte ich theoretisch meinen Beruf als normaler Universitätsprofessor aufgeben, was ich nie machen würde. Weil all die Fragen beantworte ich immer nur von dem Hintergrund dessen, was weiß die Forschung dazu. Also, wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Akkulturation. Und ich liebe diesen Begriff. Das heißt, ich verbreite relativ wenig Meinung, sondern ich sage erstmal, gibt es dazu eine Studie, was weiß man dazu, wo weiß man etwas nicht. Andreas Zick studierte zunächst evangelische Theologie und Psychologie in Bochum und arbeitete danach für die Bergische Universität Wuppertal. Weitere Stationen: Marburg, Dresden, Jena und schließlich Bielefeld. Ich glaube, ich habe im Leben unfassbar viel Pech und zugleich viel Glück gehabt. Also wenn die Brüder sterben, hat man viel Pech. Wenn es der Familie schlecht geht, hat man viel Pech. Und zugleich habe ich irgendwie, durch einen Zufall bin ich auf Menschen getroffen, die mir einen guten Tipp gegeben haben. Einer von ihnen ist sein Doktorvater Ulrich Wagner von der Philipps-Universität, bei dem er über das Thema Vorurteile und Rassismus promovierte. Menschen, die neue Ideen aufbringen, nehmen auch die Gefahr auf sich, dass sie damit in Irrwege laufen, was sich ja später herausstellt. Und dafür hat er sich nie gescheut. Und das ist, glaube ich, nach wie vor eine seiner Stärken, dass er damit zur wissenschaftlichen und auch zur öffentlichen Diskussion wichtig beiträgt. Aber die öffentliche Diskussion hat auch ihre Schattenseiten. Wir haben relativ viele Wutbriefe, auch etwas, was ich gelernt habe. Beim Populismus darf man nie öffentlich über Propaganda reden und das entzaubern, dann ruft man Wut hervor. Das ist ähnlich wie beim Terrorismus. Terroristen wollen nicht verstanden werden. Deswegen kommunizieren sie wenig, deswegen greifen sie an. Wenn dann so eine Mail kommt, Zick, du kannst so viel Scheiße predigen, wie du willst, es kümmert uns nicht, wir haben mehr Personal, mehr Hirn und mehr Geduld, du bist eine Witzfigur, pack deine Koffer und verschwinde. Bei manchen dieser Mails mache ich mir als gelernter Psychologe Gedanken darüber, welches Motiv dahinter steckt. Ist es gefährlich? Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich immer jedes Mal, wenn ich das Gebäude oder das Büro verlassen habe, nach rechts und links geguckt habe. Ich habe zeitweilig Türschilder abgehängt. Meine Familie musste aus dem Telefonbuch, dem öffentlich zugänglichen, gestrichen werden. Sie werden hier keine Bilder meiner Kinder sehen. Wenn dann so eine Mail kommt, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, dass man sich schon auch ernsthaft die Frage stellt, mache ich das noch weiter?
Andreas Zick hat weitergemacht. Auch dafür verleihen ihm die DFG und der Stifterverband den Kommunikatorpreis. Mein Rezept ist, Umwelt aktiv zu gestalten. Das heißt, wenig jammern. Ich jammer total viel, aber immer privat. Ja, deswegen ist es gut, kein Privatleben so zu haben, weil dann kriegen das andere nicht so mit. Und das zweite Rezept ist, zusammen mit anderen. Da lerne ich was vom Fußball. Das heißt, ich bin mit einem Team auf dem Platz und dann will ich auch irgendwie nach vorne und dann will ich auch das Ding versenken. Das Schlimmste ist Stillstand, Langeweile. Die Demokratie ist für Andreas Zick kein Selbstläufer. Er kämpft für ihren Erhalt, sucht Wege aus der Krise und den Dialog auf Hunderten von Veranstaltungen. So wie hier in Marburg beim Dies Academicus. Und danach geht es sofort weiter zum nächsten Termin in Wien.